Herr Stolz, nachdem Ihre Schulzeit geendet hatte, begannen Sie am 19. April 1944 eine Lehre bei der Firma Wickard. Ich besuchte die Volksschule in Hettenhausen. Der Hauptlehrer war damals Herr Kroll, den ich nach achtjähriger Pflichtschulzeit im Alter von 13,5 Jahren verließ. Dann begann ich eine Lehre als Weber bei der Firma Wickard in Fulda, Langenbrückenstraße. Die Lehrlingswerkstatt befand sich etwas außerhalb des eigentlichen Firmengeländes in Richtung Innenstadt. Der hohe Durchgang innerhalb eines größeren Gebäudes führte nicht nur zu meiner Arbeitsstätte, sondern auch zum Firmengelände der Motoren der Metallfabrik Pfeiffer. Dort arbeiteten Russen, die die Rumpfteile der Me-109 herstellten. Im Oktober 1944 kam ein Meister in die Lehrlingswerkstatt und fragte, wer in die Mechanikerausbildung wechseln wolle. Da mir die Weberei zu eindeutig vorkam, meldete ich mich. Meine Mutter fiel auf, dass meine Lehrlingsanzug, den sie jedes Wochenende wusch, nicht mehr so schmutzig war. Als sie erfuhr, mein Ausbildungsgang gewechselt hatte, machte sie mir Vorhaltungen und fuhr nach Fulda zum Chef Hermann Wickard. Der konnte sie beruhigen, als er ihr zusicherte, dass die Monate der Weberzeit auf meine Lehrzeit angerechnet würden. Sie begannen ja recht früh mit der Arbeit. Sie wohnten aber in Hettenhausen, über 20 Kilometer entfernt. Wie ging denn das? Ja, rechtzeitig aufstehen. Ja. Arbeitsbeginn um 7 Uhr in Fulda. Hieß 4.45 Uhr aufstehen, denn der Zug fuhr 5.25 Uhr. Da ich wie die anderen Lehrlinge Jugendschutzgesetz unterlag, war 16 Uhr Arbeitsschluss. Der Zug nach Hause fuhr jedoch erst 18.20 Uhr, da die Arbeiter im regulären Arbeitszeit erst Feierabend hatten. Bis dahin streiften wir in der Stadt herum. Mit mir meine ich besonders meinen Freund Willi Hofmann. Er wurde später Personalchef bei der Firma Juchheim in Fulda. Er hatte 7 Geschwister, davon fielen 3 in Russland. Er lernte bei den Möbelwerken Schöner am Horasser Weg und kam ebenfalls aus Hennenhausen. Die Lokomotive beheizte man damals mit Braunkohle. Aus dem Schornstein der Loks stieg damals bei starkem Funkenflug furchtbar übelregende Wolken auf, welche die Gegend einnebelten. Da die Heizkraft der verwendeten Kohle sehr beschränkt war, hielten die Züge unterwegs in Eigenzell, Lüder und auch in Schmalnau. Jeweils 15 Minuten wurde Dampf gemacht, damit wieder Dampf in den Kessel kam. Die Zuggeschwindigkeit konnte mit heute nicht verglichen werden. Manchmal fielen die Züge kriegsbedingt ganz aus. Aus all diesen Gründen sind wir selten von Schmalnau nach Hause gelaufen, weil wir dann ganz einfach die 15 Minuten aufgeholt haben. Ja. Und wir waren dann rechtzeitig zu Hause. 15 Uhr Alarm kam, liefen wir durch die Fuldaau nach Hettenhausen. Dann waren wir zumindest abends vor 6 Uhr zu Hause. Nach dem Bombenangriff auf die Firma am 9. Februar 1945 verlagerte die Firma weitere Produktionshallen nach Wüstensachsen in eine Baracke. Da fuhr ich montags mit dem Rad über die Wasserkuppe, übernachtete dann die Woche über in dem Gasthaus Meier in Wüstensachsen. Konnten Sie sich in diesen Kriegsjahren ganz Ihrer Berufsausbildung widmen oder gab es noch andere Verpflichtungen? Die gab's. Am 15. Juli 1944 wurden die Lehrlinge aus den Werken in Fulda nach Oberbernhardt zu einem vormilitärischen Ausbildung
gerufen. Und wir waren eine stattliche Zahl, wurden in Zelten untergebracht. Bei großen oder anhaltenden Regenfällen waren die Zelten natürlich undicht. Die Zelte haben wir dann mit Seife bestrichen, damit das einigermaßen dicht war. Später, als der Regen nicht aufhörte, wurden wir in Scheunen verlagert bei den Bauern. Am 20. Juli 1944 haben wir vormittags einen Pappsoldaten aufgestellt, um nachmittags Schießübungen durchzuführen. Das fand natürlich nicht statt, weil zur Mittagszeit hieß es plötzlich auf Antreten in U-Form und plötzlich kam eine schwarze Limousine gefahren mit schwarzen SS-Leuten drin, die angezogen waren mit schwarzen Kleidung und verkündeten uns, dass auf unserem geliebten Führer ein Anschlag verübt worden ist und er mit Gottes Hilfe, das muss ich besonders betonen, weil diese Leute sagten damals, sie hatten mit Gott ja nichts zu tun, die sagten damals, mit Gottes Hilfe ist er unverletzt geblieben oder am Leben geblieben. Ja. Nach diesen Ausführungen war natürlich unser Schießprogramm beendet und wir haben dann unmittelbar später dann auch die Heimreise wieder angetreten. Da gibt es auch eine Episode, als Kassel in 1943 so schwer bombardiert wurde, waren die Oberschüler in Hettenhausen und Gersfeld untergebracht, unter anderem der spätere hessische Ministerpräsident Würmer. Ah ja. Dessen Lehrer damals, der klopfte bei uns an die Tür an und wir sangen da drin in hohen Tönen, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Da hat er uns erstmal berichtigt, dass das gar nicht möglich war, denn heute hört uns Deutschland, nicht gehört. Im Jahr 1944 sind wir immer noch. Da machte sich der Krieg, der bis 1943 sich weit weg abgespielt hatte, auch in der osthessischen Heimat immer stärker bemerkbar. Am 28. Mai 1944, ja. Wir fuhren mit 4, 5 Kollegen auf die Ebersburg und waren zum gleichen Zeitpunkt, als die Bomberverbände zurückkamen aus dem mitteldeutschen Raum, da befanden wir uns auf dem Turm des Ebersburg. Und als die Flugzeuge kamen, die flogen nicht in allzu großer Höhe, die haben sich abgesenkt und ein Führerflugzeug setzte das Rauchzeichen auf der Wasserkuppe und wir sahen bei guter Sichtwitterung die Bombenschächte aufgehen und die Bomben fielen raus. Die hat man vom Ebersberg aus hundertprozentig gesehen. Und dann natürlich die Erdfontänen, wenn sie explodiert waren im Gelände. Es gab ja damals, glaube ich, an die 35 Tote. Und natürlich flogen die in gleiche Richtung, wie wir waren. Und dann haben wir natürlich schlagartig den Turm verlassen. Die Wendeltreppe runter, das ging schneller, wie man gedacht hat. Und wir schwangen uns wieder auf unsere Fahrräder und fuhren dann Richtung Heimat. Also nach Hettenhausen. Nach Hettenhausen, ja. Auf diesem Weg befand sich ein viermotoriges Flugzeug, das war auf der rechten Seite in Brand geschossen war. Die Tragfläche auf der rechten Seite war Brande. Und das Flugzeug fuhr in großen Linkskurven, immer wieder Linkskurven, dass die Flammen vom Rumpf wegkamen, in großen Bogen immer wieder rund. Und in diesem Augenblick sind 4 der Besatzungsmitglieder ausgestiegen, sind mit Fallschirmen runtergekommen. Und wie man später gehört hat, wurden die in Speicherskoden in dieser Gegend empfangen genommen.
also gefangen genommen wurden. Wir fuhren dann weiter nach Hettenhausen runter ins Tal und haben dann eigentlich von diesem Flugzeug nichts mehr gesehen. Als wir zu Hause ankamen, kam eine große Rauchsäule vor dem Sportgelände im Tal, stieg eine große Rauchsäule auf und wir schwangen uns wieder mit zwei Mann nur, also ich und noch ein Kollege dabei. Wir schwangen uns auf unsere Fahrräder und fuhren der Rauchsäule entgegen. Als wir an der Abschnittsstürzstelle ankamen, waren die ganzen Fichten, das Flugzeug wurde ja gelenkt. Es ist nicht abgestürzt, es wurde gelenkt. Und es sind in den Wald rein, rechts von der B-279, in den heutigen noch bestehenden Wald rein und hat sämtliche Fichten abrasiert. Die Motoren durch ihr Gewicht sind weit vorausgeflogen. Die Trümmerteile lagen dann im Wald drin. Und als wir dort ankamen, zu unserer großen Überraschung, waren zwei Militärbeauftragte Kettenhunde, die Abschussstelle absicherten. Davon war einer, ein weitläufiger Verwandter, der Wilhelm Zinn aus Hettenhausen. Der hat uns natürlich freie Bahn gelassen und wir haben natürlich da drin rumgestöbert, suchten vielleicht auch noch Pistolen oder sonst irgendwas. Gell? Also unsere ganze Ausbeute war ein Stück Plexiglasscheibe, die ich lange zu Hause aufgehoben hatte, Schneiderriss und ist durch Umbauarbeiten zu Hause auch verloren gegangen. Aber ich habe sie gemessen, mit der Schieblehre gemessen. 12 mm stark waren diese Scheiben. Was aber bewegt hat, war, dass wir eine abgerissene Hand gefunden haben in den Trümmern. Die war mit einem Handschuh, der auf der oberen Seite mit einem Reißverschluss verschlossen war. Und die Hand war abgerissen und lag natürlich in den Trümmerteilen. Ja, wir sind dann wieder eben nach Hause gefahren und mit den Eindrücken, die uns eben bis zum heutigen Tag geblieben sind. Ja, danke. Erinnern Sie sich noch an weitere Luftkriegsereignisse? Ganz furchtbar war der 11. September 1944. Da wurde Fulda fürchterlich heimgesucht. Wir waren... Der Alarm war morgens schon gegen 12 Uhr oder zwischen 11 und 12 fand der Alarm statt. Und wir befanden uns in unserer Lehrlingswerkstatt, damals noch in der Lehrlingswerkstatt der Weberei von Wiekatz. Also an der Langenbrücke. In der Langenbrückestraße, ja. Und unseren Unterstand von einem Bunker kann man ja nicht reden. Der Unterstand war damals, das müssen wohl Vorratsräume gewesen sein, die mit dem Bistum zusammen waren. Man sprach damals, es gäbe auch zum Frauenberg hin Gänge. Jedenfalls war das kein Keller, das war nur ein Unterstand. Es waren zwei große Räume, die noch nicht mal mit Türen verschlossen waren. Jedenfalls, die Flieger waren ja, der Alarm war morgens und wir haben natürlich bei dem schönen Wetter, es war ja ein herrlicher Tag, warm, wir lagen draußen auf der Wiese und haben uns eben gesonnt und haben ja gut gewartet, bis wieder Entwarnung kam. Die Entwarnung kam aber nicht. Im Gegenteil, dann kamen die ersten Bombenverbände. Und da ich von der Wasserkuppe genau wusste, wie so ein Angriff geflogen wird, haben wir das Rauchzeichen wieder gesehen. Und das war natürlich höchste Eisenbahn, jetzt die Keller aufzusuchen. Und die haben wir dann aufgesucht. Wir sind dann in die hinteren Räume gekommen. Da war einmal die Unruhe in den Menschen, die beteten und stöhnten und jammerten.
Und ich hatte damals einen Weberlehrling noch bei mir stehen, das war der Josef Bleul von Hof Bieber. Als die Bombe, es hat ja nun eine ganze Zeit lang gedauert, bis das auf uns zukam, die Einschläge der Bomben und so weiter. Denn es war ja am Anfang war es ja so, dass die Gummiwerke Fulda und der Güterbahnhof heimgesucht wurde, auch die Stadt dann. Und als das natürlich dann näher kam, hat sich durch den Einschlag der Gaststätte Hindenburg, die Erde, die hat sich gehoben, gebebt durch diesen Einschlag. Na gut, als dann das alles vorüber war und wir dann wieder uns raustrauben, war natürlich das Unvorstellbare gesehen, die Gaststätte war total beschädigt, kaputt. Trümmer flogen darum in dem Gang, wo wir früher hochgingen. Und es wurden, waren auch schon Leute da, die puddelten da in den Trümmerhaufen rum, denn man sagte damals, dass das ältere Ehepaar von der Gaststätte nicht in den Keller gegangen war. Und nach diesen Leuten suchten die. Und der eine Mann, der Besitzer, muss wohl tot gewesen sein. Und die Frau, die hat man in Decken gewickelt, auf einen Handwagen gelegt. Und ich und noch ein Kollege, wir wurden beauftragt, diese verletzte Person ins Priesterseminar zu bringen. Priesterseminar war damals ein Lazarett, wo eben bestimmte Leute, die geschädigt waren, aufgenommen wurden. Als wir auf dem Weg durch den Torbogen fuhren zum Domplatz hin, wurde schon durch eine Absperrung hingewiesen, dass hier ein Blindgänger liegt. Also wir konnten da nicht durch und sollten da nicht durch. Wir haben uns also umgedreht und sind dann das Eichsfeld hoch mit dem Handwagen. Von der Frau hat man nie ein Stöhnen gehört. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, ob sie das überhaupt überlebt hat. Jedenfalls fuhren wir über die Paulusallee runter, über den Domplatz zum Priesterseminar. Dort haben wir die Person abgegeben und von da aus haben wir uns natürlich dann zugewandt in die Stadt, die mehr oder weniger in Trümmern lag. Als wir zum Bahnhof kamen, dann war für uns oder für mich ein erschütterndes Bild der Wartesaal zweiter Klasse und das anschließende, die anschließende Expressgutfertigung. Die war damals total zu dem Bombenhagel zum Opfer gefallen. Und mein erster Gedanke war, der Nachbarsjunge, der 1927 geboren war, namens Willy Hartmann, der hatte damals den Einberufungsbefehl, weil er schon mit 27 Jahren eingezogen wurde, hatte den Einberufungsbefehl und fuhr nach Fulda und fuhr in seinen Tod. Als ich abends nach Hause kam, fragte ich meine Mutter, ist der Willy zu Hause? Ja, den habe ich heute Mittag noch gesehen, da hat er sich über die Flieger gewundert, wie die nach Osten flogen. Und da war ich beruhigt, der ist ja zu Hause. Und als ich am anderen Tag mit seiner Mutter gesprochen hatte, kam natürlich die bittere Nachricht, dass er nicht zu Hause war. Und ich habe natürlich große Befürchtungen gehabt, dass er in diesen Trümmern umgekommen ist. In dem gleichen Keller, wo die beiden gewesen sind, waren auch die Bediensteten vom Wartesaal zweiter Klasse. Es war die Clara Hofmann, die Schwester von Willy Hofmann, der schon drei Brüder in Russland verloren hatte. Aber die Frau
war ein wunderhübsches Mädchen, 22 Jahre alt, war als Bedienung im Wartesaal zweiter Klasse. Und die waren also beide in diesen Kellern drin. Es hat mehrere Tage gedauert. Meine Nachbarsfrau, die Mutter von dem Willi Hartmann, war natürlich total außer Rand und Band. Ihr Mann war im Krieg, war nicht zu Hause und die Frau war hilflos. Und als nach 4, 5 Tagen rauskam oder dass die Nachricht kam, dass die Toten geborgen waren, die lagen damals bei dem Strupp. Der Strupp hatte in der Bahnhofstraße, Kurfürstenstraße, eine Lagerhalle. Unter anderem waren da auch Pferde untergebracht, Pferdeställe waren da drin. Und dort hatte man diese Toten niedergelegt. Die sind dann aber aufgenommen worden, sind zum alten Friedhof gekommen und dort wurden sie von Russen eingesagt. Den Russen hat man Schnaps und Bier gegeben und Zigaretten. Das waren ja nun die Menschen wurden ja, waren ja nun mittlerweile schon in der Verwesung. Gell? Ein Schreinermeister Haas aus Heddenhausen hat damals die zwei Särge gemacht für die beiden Toten und ich fuhr mit dem damaligen Wilhelm Mohr, der einen LKW besessen hat, nach Fulda und wir haben die beiden Toten geholt. Diese Bilder der Einsagung, was die Russen gemacht haben, unvorstellbar, unvorstellbar. Nicht keine verletzten Personen, sondern erstickt. Erstickt im Qualm, im Rauch und im furchtbar. Das sind fürchterliche Bilder gewesen. Wir haben dann die beiden Toten nach Heddenhausen gebracht. Dort sind sie dann ordentlich beerdigt worden. Da erlebten sie schon als Junge die ganze Schrecklichkeit des Krieges. War das denn nun mit diesem Angriff vom 11. September endlich vorbei? Oder gab es noch weitere Erlebnisse im Zusammenhang mit den Bomben? Es gab zu dieser Zeit noch ein furchtbares Erlebnis, als die ersten Luftminen in Fulda fielen. Fiel auf der Kreuzung, das war am 26. November 1944, war ein Sonntag, da fiel eine Luftmine an der Kreuzung Marzeller Straße, Heimbacher Straße, Langebrücke Straße. Diese Bäume, die waren total entlaubt, da war nichts mehr dran, nur die Äste noch da. Und das Schlimme war für mich heute noch, eine Frau von einem Angestellten, Elektromeister Karl Haltsch, die war mit ihren 4 Kindern unterwegs. Das Kleine lag im Kinderwagen. Die 3 anderen Kinder hatte die Frau am Andreasberg in den Bunker gebracht, in den Stollen. Das war kein Bunker, das war ein Stollen, Erdstollen war das. Und anstatt man dieser Frau geholfen hat, die Kinder runterzubringen, dass das kleine Kind auch geholt wird oder runtergebracht wird, musste die Frau alles alleine machen. Und das war furchtbar für mich. Die Frau hat die Kinder runtergebracht, die 3 Kinder. Dann ging sie wieder die Treppe hoch. Es war eine steile Treppe, die hochging und wollte das kleine Kind holen. Und in diesem Augenblick fiel die Mine. Und die Mine, so wie die gefallen ist, muss sie den Kinderwagen gegen das Gebäude gedrückt haben. Der Luftdruck war so stark, dass der Frau die Lungen gerissen sind. Das Kind im Kinderwagen hat überlebt. Ja, das war ein schreckliches Erlebnis nochmal, aber Gott sei Dank waren Sie nicht dabei, denn es war ja ein Sonntag, aber Sie haben das über den Kollegen, der jetzt zurückkam, ja erfahren. Ja. Und der stand jetzt als Witwer da. Als Witwer mit seinen 3, 4 Kindern. Ne? Aber leider, diese Bombenangriffe gingen weiter. Hat es denn auch einmal die Firma Wiegard, direkt getroffen?
Ja, das war am 9. Februar 1945. Die Firma wurde zu 75% beschädigt. Die Näherei ist total ausgebrannt gewesen. Die Weberei, damals müssen auch Minen gewesen sein. Das muss eine furchtbare Druckwelle gewesen sein. Die ganze Weberei war zerstört. Als die Feuerwehr natürlich am Löschen war und hat die Brände eingedämmt, haben wir die Lagerräume, die damals beim Zimmermeister Fritz über dem Sägeberg gelegen haben, sind wir also hoch. Das war eine schräge Aufgang. Da sind wir hochgekrabbelt und haben dann die Ware, die ja nun fertig war, Zeltbahn und so weiter, was damals gefertigt wurde, auch Militärkleider, haben wir über die Rutsche runtergeworfen und sind dann auch im Hof gelagert worden. Und ja, das sind halt Erlebnisse, die sind einfach geblieben. Die sind dann nicht verloren gegangen. Herr Stolz, Sie haben uns aus schrecklichen Zeiten berichtet und uns einen Einblick gegeben, wie Sie das damals erlebt haben, mit Ihnen viele tausend Menschen auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und hoffe, dass Sie das irgendwann mal auch vergessen können.